Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Blackjack 1X mit 8 Medium Lasern. Einmal Pew. 48% Hitze, kühlt super schnell wieder runter, selbst wenn man nicht auf einer Eismap ist. Ziemlich geil, aber damit man gar nicht erst in die Versuchung oder in die Patrouille kommt. Achso, bla bla bla. Mimimi. damit man nicht zu viel Hitze generiert, also auch die Hitzestrafen nicht triggert. 6 Medium Laser auf Waffengruppe 1 in den Ärmchen, 2 Medium Laser in Waffengruppe 2. Hier auf dem Torso. Bravo 4 scheint abzugehen. New Target acquired. Dumm, 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 aber ich gehe mal wieder. Das tue ich mir nicht an. Dieser Blackjack hat leider keine Jump Jets, aber er rennt immerhin. 114,2 km/h. Mit dieser geilen Bewaffnung, sag ich mal. 40 Damage als Laserbeam. Ist sehr attraktiv bei der Geschwindigkeit, vor allem das Ganze so hitzeeffizient zu fahren. Oder fahren zu können. Man muss sich am Anfang ein bisschen zurückhalten. Ich bin halt immer zu schnell versucht, irgendwie mal über den Hügel zu gucken und irgendwie... Alter, das hier ist kein Tagebuch, meine Güte. Hör mal auf, die ganze Zeit in Voice-Chat zu quatschen. Mann. So, einmal hier rüber. Da kommt dann nochmal die Madcat. Unsere Assault ist ein bisschen unentschlossen. Hier, Lavatasche ist wieder am Start. Hello, Mauler. Bei Lerms. Viele Machine jetzt bei mir Pulse Laser, what the fuck? Was stimmt nicht mit dir, Mauler Pilot? So, Stormcrow, ein bisschen was bekommen, oder hi. Zack, Large Laser. So, Ida, Center auf, sehr zart, machen wir mal weiter. Stumpf hinterher pushen. Immer schön feste Druck. Warte, schieße, zack. War nicht meiner? Ja, wir machen mit. Oh, er ist überhitzt. Come on, more laser beams, more views. Jetzt halt. Ich glaube, ich habe den meisten Schaden durch einen Strike und durch Team Damage. Der Nightstar. Hier AC5er. Nightstar ist auch so ein geiler Mech. Ich liebe die bisher. Ey! Alter, was ein Gewusel hier. Leute, lass mich zumindest einmal anfassen. So, da hinten ist das der Mauler. Den würde ich mir jetzt ja wohl. Ja, den hole ich mir. So ein lächerlicher Bild im Mauler, Alter. Und nix, L Engine! What the fuck, Alter? Ist das nicht im Klaren darüber, was das für ein Bullshit ist, was ihr da fährt? Drei Heavy Peps, Junge, hallo, ich komme zu dir. Einmal schön machen, da. Ja, der hat auch Cap Support. Laps! Target spotted, hinterher, Shadow Katze. Und Movement Arch Type, Parkour, nice. On. Ich kriege schon noch. Shadow Cat. Oh, leichte Legs. Ja, das macht Mac bei Online im Moment ja gerne. Oh Mann, ja, dann lauf halt weg, Alter. Mio, egal. Dann sitzt du oben auf deinem scheiß Berg alleine und verrotte elendig. Da sind drei. Shadowcat wird vielleicht über den Tunnel nochmal ziehen. Der Wolvi stirbt wahrscheinlich, bevor ich ihn nochmal anfassen kann. Ja, ach, naja. Aber ein Assist? Nein, das letzte ist die Stormcrow. Bei Stormcrow, Shadowcat. Richtig dafür Sachen. Kommt wahrscheinlich hier aus dem Tunnel raus oder ist er raus? Hey, das geht, was sie deserve. Kann man halt easy sagen, ne? Hier nix. Schauen wir mal. Box 3. Box 3? Nur bin ich ja scheiße viel zu weit weg. Ist es so eine Tatsache? Who killed the Vape Regal from fresh to dead in like 2 seconds? Who was that? I saw him eat a Goss. I don't know who it was. Echt sehr gesprächig, Alter. Da. Aber es ist die Shadowcat tatsächlich.
Wie ist denn der so weit gekommen, alter Schwede? Jetzt mal im Ernst. Ja, krass. Keine 5 Minuten im Match zu Ende, aber auch nicht schlecht. Er war ziemlich gut durchgearbeitet. Push abgefangen. Wobei es am Anfang auch ein bisschen schwer zu sagen war, wo denn jetzt wirklich das Meister abgehen wird oder vielleicht auch nicht. Weil es sah erst mehr wirklich so aus, was war das, B3 oder so. Also die, neben der Schlucht und nicht beim Wrack. Aber im Endeffekt, im letzten Endes war es dann doch alles beim Wrack. Wo ist er denn da? 63er mal Score mit dem Blackjack als X. Geil. Also da kann man auch tatsächlich noch mehr mit raustänzeln und so, aber dafür bräuchte man mehr die Möglichkeit für Dauerfeuer und so. Aber das dürfte jedem wahrscheinlich auch klar sein. Mehr Schießen heißt mehr Schaden. Hey, Mensch. Ich glaube, ich habe gerade das Spiel gecrackt. So, an alle, die jetzt abschalten, schau, besten Dank fürs Zugucken. Bleibt zauberhaft, wie ihr seid. Und der Rest kann sich aber kurz im Bild angucken und sich so denken, ach so, hier hätte ich auch selbst aufkommen können. Ist nämlich nichts Besonderes. Da, wo es geht, die Laserbeams reinstecken, eine Light 295, S-Max Engine und den Rest auffüllen mit Heatsinks, Panzerung. Und das war's dann auch schon. Man könnte, wenn man wollte, noch bei Armor. Ne, könnte man nicht, wir haben Kessel was mehr frei. Na, ich habe nichts gesagt. Dumm. Hier ist auch die kleine Warnung hier von wegen mehr als 6 Minuten Laser gleichzeitig abfeuern, gibt Hitzestrafe. Aber wie gesagt, wenn man erst Waffengruppe 1 und dann Waffengruppe 2 abfeuert, dann ist man hier eigentlich ziemlich entspannt am Start. Von daher, Leute, natürlich alles. Warte mal, hier würde sich vielleicht sogar Heat Containment lohnen, aber prinzipiell mit den Skills, wenn man einfach hier alles mit einem Cooldown Heat Generation, das passt sehr wunderbar. Weil Cooldown hier auch sehr schön mit den Medium-Lasern einfach skaliert für dich. Da lohnt es sich mehr, hier über Cooldown und Heat Generation alles Mögliche mitzunehmen. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag. Adieu.